Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier bei FIFA 15 mit der Trainerkarriere und unserem nächsten Spiel gegen Hannover 96 in der Bundesliga. Die sind immer noch auf Platz 4. Wir haben denen dazu verholfen. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir schon gegen die gespielt in der Liga und da haben sie gewonnen. Gegen uns, ich weiß gar nicht, ob wir da mit der A- oder der B11 gespielt haben. Auf jeden Fall spielen wir heute wieder mit der B11 und das wird wieder nicht leicht werden. Da war Bryant, der ist der zweitbeste Torschütze der Liga zusammen mit Lewandowski, der hat also heute hier unser besonderes Augenmerk verdient. Werden wir darauf achten, dass er hier nicht wilde Sau spielen darf. So, Leifer ist heute mal wieder drauf, statt Metin. Denn der soll sich auch irgendwann mal hier wieder wohlfühlen. Ich glaube, das wird nicht mehr der Fall werden, aber wir müssen alles dafür tun, dass das eventuell mal so klappen könnte. Und Bakela wird gefoult und da gibt es den Elfmeter gleich mal in der vierten Minute. Ja, das ist ungünstig für euch, würde ich sagen. So fängt man ein Spiel gar nicht erst an. Sind echt ein bisschen ruppig gegen uns, muss man ganz klar sagen. Also, so viele Elfmeter, wie wir hier schon bekommen haben, ist echt unnormal. Ich weiß nicht, ob die uns hier mit Absicht verletzen wollen oder ob die irgendein anderes Ziel verfolgen in ihrem Leben. So, das nächste Tor. Ich sag's immer wieder, bleibt nicht in der Mitte stehen und ihr könnt so ein Ding auch mal halten, aber ansonsten wird's recht schwierig werden. Damit das 1:0, Jimmy Bakela, natürlich kein super Tor, sondern einfach hier reingezimmert. 5 Tore in der Bundesliga hat er auch schon gemacht, obwohl er eigentlich gar nicht so oft in der Bundesliga auftritt. Das muss man dazu immer sagen. Hat ja mehr Tore im UEFA Cup als in der Bundesliga, das muss man auch erstmal schaffen. Für ihn natürlich relativ einfach, weil er, wie gesagt, im UEFA Cup ziemlich häufig spielen darf. Im Gegensatz zu der Bundesliga hier. Das dürfte wahrscheinlich auch erst sein 5. Spiel sein oder so in dem Dreh. Können wir ja dann nochmal gucken. So, es kommt aber immer schon so vor, als wären wir schon viel weiter fortgeschritten in der Saison. Wir sind ja gerade mal beim 20. Saisonspiel hier. Und da denkt man sich so, dafür haben wir dann doch schon erstens viele Punkte, zweitens viele Tore gemacht. So, dann komm, gib mir mal den Ball. Bakela kommt nicht ganz ran. Minala war ein bisschen zu faul. Gib mir den mal hier. So, dankeschön. Kedira, schön gemacht. Und jetzt vorne Bakela. Jo, der läuft. Aber nicht schnell genug. Hoffmann ist dran. Da war er wieder, der Bakela. Aber kriegt den Ball nicht durch zu Minala. So, naja, gut. Gentner. Und da haben wir Badio. Ach Gott. Ich weiß gar nicht, ob sich der Bakela überhaupt schon ein einziges Mal verbessert hat. Bin mir da gar nicht so sicher. Hab mir das am Anfang gar nicht alles notiert, von den Stärken her und so weiter. Ich glaube, der war schon von Anbeginn an bei einer 69 und ist jetzt immer noch bei einer 69. Wahrscheinlich so eine kleine Sperre wieder am Anfang. Weil der 16 Jahre alt ist. Bin mir auch gar nicht sicher, was für eine Rolle der hat. Wir müssten mal die Rollen prüfen und dann gucken, dass wir die uns so und so oft auch spielen lassen. Vielleicht werde ich da auch ein bisschen überrascht sein von der einen oder anderen Rolle. Vor allem, weil viele, viele Spieler, glaube ich, essentieller Stammspieler drin stehen haben. Wenn wir gesehen haben, dass sogar Diego Demme, der ja eigentlich wirklich kein Stammspieler ist, den Stammspieler drinstehen hat, ist das natürlich ein bisschen blöd. Der spielt jetzt heute auch mal von Anfang an. Ausnahmsweise, Basuer hat, glaube ich, keinen Stammspielervertrag und ist damit einer, auf den wir erst einmal nicht setzen müssen hier zwangsläufig. Der ist also mir uns nicht so ganz böse, glaube ich. Aber wie gesagt, ich kann mich da auch irren. Müssen wir demnächst echt mal ein bisschen prüfen, wie die Rollenverteilung ist. So, den nehmen wir hier mal außen mit und jetzt darf Minala mal ein bisschen laufen, aber nicht so weit zu kommen. Ah, der ist wieder stehen geblieben, der Demme. Natürlich, der ist natürlich nach hinten orientiert. Da bleibt er dann auch stehen. So, Vadillo. Ach, bleibt doch nicht immer stehen, Mensch, Jungs. Mitten im Lauf und dann bleiben die stehen. Das heißt immer hier so diese Defensivorientierung. Die macht uns da manchmal so einen Strich durch die Rechnung, ehrlich gesagt. Natürlich soll ein Kedira jetzt hier nicht mit in den Sturm laufen, aber so ein Angriff darf er gerne mitlaufen, bis er den Ball dann abgeben muss. Ansonsten sind halt immer unsere Angriffe so ganz komisch und abgehackt.
So, Bittencourt, natürlich auch ein ganz gefährlicher Mann. Aber der will den Ball nicht haben. Das ist immer eine gute Voraussetzung. So, Minala macht hier Meter gut und jetzt war er nicht mehr im Abseits der Bakela. Oh. Haben wir noch, ganz problemlos hier. Und, Vadillo mit dem Kopf. Heieieiei. Der kleine Vadillo hätte es hier beinahe mal mit der Birne gemacht. War nicht so weit am Tor vorbei. Das wäre es ja gewesen, sonst die Konstellation eher andersrum. Aber in dem Falle sah das doch sehr gut aus, so. Prip, raus auf Sakai. Und jetzt haben wir hier Leifer, der den Ball wieder verliert. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Metin heute nochmal draufkommt. Sagen wir es mal so rum. Leifer sollte nur mal ein bisschen von Anfang an hier wieder Luft schnuppern dürfen. Aber es ist, glaube ich, kein Spieler, der irgendwann mal sagen wird, och Mensch, ich bin froh, dass ich so häufig spiele, weil wie gesagt, wir haben da einfach den Fehler begangen. Wir hatten einen viel zu hohen Vertrag. Vadio ähnlich, aber Vadio wollten wir auch unbedingt haben, weil der wirklich sehr, sehr stark ist. Und ich hoffe mal, dass er sich trotzdem entwickelt und nicht irgendwann auch sagt, ich muss weg, Trainer. Ich habe da noch einen Termin. So, der war nicht im Abseits. Klostermann und kommt nicht ganz ran. Wer ist denn das? Bittencourt. Schade. So, Prip, den müssen wir nur unter Druck setzen, den Jungen. Dankeschön. Ah, Khedira. War da schon durch und wird dann nochmal hier von Vezis Leifer gestört. Ja, Leifer heute der kleine Störenfried hier bei uns. Der uns hier nicht wirklich was bringt gerade. Man merkt, dass seine Form nicht allzu toll ist. Ist mir toll, dass das total davon abhängig ist, wie häufig die Jungs spielen. Das heißt, wir können ihn auch gar nicht so wirklich in Form schießen. Denn dafür muss er halt erst mal häufiger spielen. Und ich lasse ja nicht jemanden spielen, der die ganze Zeit immer schlecht spielen wird. Wenn ich jemanden habe, der die ganze Zeit gut spielen kann. Mit Metin. Bakela, Bakela. Der darf doch mal reingehen. War sogar mit dem starken Fuß geschossen, also. Das darf da mal reingehen, das Ding. Nicht so gut. Das war ein Foul und gibt auch wahrscheinlich eine gelbe noch. Im Nachhinein. Du willst den Ball gar nicht. Glaube mir. Bittencourt und Capela ist dabei. Spielt heute übrigens mal von Anfang an. Aufgrund dessen, dass Marvin Compere weg ist und wir noch keinen Ersatz zu ihm haben. Da müssen wir nochmal gucken, ob wir vielleicht eventuell einen aus der Jugend hochziehen werden oder ähnliches. Wäre schön, wenn das jetzt vom Timing her passt, dass wir einen Innenverteidiger demnächst bekommen würden. Dann bräuchten wir eventuell nicht unbedingt so viel. Also nicht unbedingt einen neuen Spieler kaufen. Wird nämlich sehr schwierig werden, einen neuen zu verpflichten. Mit so wenig Geld. Und momentan recht wenig Geld zur Verfügung dafür. Für solche Angelegenheiten. So, Diego Demme. Das Einzige, was noch möglich wäre, wäre Teigl als Rechtsverteidiger auszumerzen. Den zu verkaufen. Aber ich glaube, das wollen wir noch nicht sehen. Noch geben wir ihm die Chance, sich zu verbessern. Wenn er das dann nicht schafft, bis zum Ende der Saison keinen Punkt macht, wird er weggehen. Müssen wir eiskalt sein. Was bringt uns ein Spieler, der schon, ich glaube, 23, 24 ist, wenn er wirklich keinen einzigen Punkt mehr macht? Nein! Ach, Mann! Leifer lässt sich da überlaufen. Komm schon! Ach, kommt er nicht ran, der Teigel. Gentner auf außen und den kriegen wir. Ganz fair gemacht von Klostermann. Tja, das ist der Konkurrent hier von ihm, der ihn bald wahrscheinlich einfach einholen wird. Der ist ja momentan schon auf der 66, genau wie Teigl. Aber wie gesagt, ein Punkt und dann ist er besser. Und dann müssen wir nicht mehr auf Teigl setzen. Dann ist in der Stammelf, wie gesagt, wieder so ein bisschen Platz. Sakai. Stindl. Und wir kommen da nochmal ran.
Deswegen geht er nicht aufs Tor. Oh, wir kommen doch nicht ran. Das war einfach nur schlecht. Okay. Vielleicht haben die Zuschauer das auch so gesehen. Alle gerade am Buhen. Auch wenn eigentlich der Großteil Leipziger sein müsste. Schade. Lafer wird wieder gelegt. Und ich glaube, Lafer ist der beste Kandidat dafür, ausgewechselt zu werden. Wie gesagt, hat hier bisher nicht großartig was gerissen. Einen kurzen Lauf hat er gehabt, den er dann am Ende auch nicht durchkriegt. Aber der passt dann nicht da auf Bakela und deswegen, wie gesagt, momentan noch nicht allzu viel, was er hier gezeigt hat. Aber wir sind momentan natürlich auch wieder nicht so sicher, ne? Also, wenn wir mit der AL spielen, dann sind wir hier viel selbstsicherer. Oh, hier haben wir mal einen Kandidaten, der hier sehr sicher spielt. Nein, Bakela, Mensch, was machst denn du? Er schießt einfach nicht. Lässt sich den Ball da auf die Füße prallen. Na, das war mal richtig scheiße. So, Minala. Komm schon, weiter geht's. Capela hier im Sturm. Jo, da gibt's den nächsten Elfmeter. Danke dafür. Unser Innenverteidiger holt ihn hier raus. Ich weiß nicht, warum der gerade da vorne rumläuft, aber es war in dem Falle ja nicht so schlecht. Das zweite Ding, der zweite Elfmeter, den wir hier bekommen. Und auch der ist eigentlich gerechtfertigt, weil er hier nur gegen den Mann geht und dann erst den Ball spielt. Ganz klar gesehen. Und Bakela könnte jetzt hier zum 2:0 einschieben. Da bin ich mal gespannt. Natürlich schießen wir nicht in die Mitte. Dafür springt er einfach viel zu häufig dahin. Beziehungsweise bleibt einfach stehen. Aber den verwandeln wir mal oben rechts. 2:0. Das war's doch. Da wollten wir den Torwart nochmal umhauen. 2:0. Wieder durch Elfmeter natürlich, aber wenn sie uns die so schenken, dann nehmen wir die mit. Und Lafer ist jetzt erst einmal Geschichte. Das Kapitel beenden wir, glaube ich. Von wegen, wir müssen ihn so häufig spielen lassen. So, da wird Basler wieder spielen und Blanco wollte ja, ach nee, Lorenzen wollte ja. Lorenzen wollte noch aus dem Spiel heraustreffen, hat er gesagt. Ach so, nee, der war ja schon wieder glücklich. Ja, ist egal. Ist egal, dann bleibt er jetzt auch wenigstens ein bisschen glücklich. Müssen wir demnächst, wie gesagt, mal ein bisschen gucken, wen wir da auch vielleicht noch ein bisschen glücklicher machen können. Bei Lafer ist da, glaube ich, der Zug einfach nur abgefahren. Vor allen Dingen, wenn er dann nicht gut spielt, wenn er mal drauf ist, dann heult er trotzdem rum. Eigentlich hat er nicht wirklich einen großen Grund, sich zu beschweren, weil viel häufiger spielen die anderen Spieler ja auch nicht. Wir haben jetzt in letzter Zeit nicht mehr so oft spielen lassen, aber es bringt halt auch einfach nichts, wenn man sieht, okay, es fruchtet einfach nicht. Es bringt nichts, ob der nur spielt oder nicht. Es hat keine Bewandtnis. Ja, so ein Spieler wäre nicht schlecht. Dankeschön. Ach, Kedira, zu spät. Einfach zu spät. Schön gemacht. Da ist er wieder, Kedira. Und jetzt. Oh, war so ja. Noch nicht ganz im Spiel. Erster Ballkontakt gleich mal den Ball hier extrem gefährlich verloren. Aber Klostermann versucht das mal auszugleichen. Torwart ist dran. So, da ist er wieder, Klostermann. Auf geht's nach vorne. Basoja, Junge. Spiel doch mal mit ein bisschen Wumms hier. Das kann doch nicht sein, solche Drecksbälle. Wo ist er denn hergekommen jetzt hier? Hat sich nicht warm gemacht oder was ist da Phase? So, Basoja, da ist er wieder. Weiter geht's, Metin. Der sah gut aus. Der sah richtig gut aus. Von Lorenzen geköpft. Der war nicht ungefährlich, auf jeden Fall. Der Schuss hier war dann doch eher. Achso, der war abgefährlich. Ich wollte gerade sagen. Er war dann doch eher ungefährlich. Das war ein Pass sogar. Und wieder gibt's den Elfmeter. Also, das ist das zweite Elfmeterspiel, was wir hier sehen können. Wir hatten ja schon mal eins gegen Greuther Fürth, da haben wir ja wirklich nur mit Elfmetern gepunktet. Und ja, Zieler muss hier gegen den Mann statt gegen den Ball gehen. Eigentlich geht er sogar gegen den Ball. Also eigentlich ist das kein Elfmeter. Aber gut, ja, werden wir uns mal nicht beschweren.
Wollen wir jetzt Lorenzen treffen lassen? Ich glaube, wir lassen Lorenzen treffen. Da würde er sich freuen. Ich hoffe, der trifft auch. Ich hoffe, der hat hier nicht so eine totale Wackelleiste. Lorenzen, willst du dein zweites Tor machen? Oh ja, der hat eine gute Leiste. Und auch der macht ihn rein. Drittes Tor in diesem Spiel per Elfmeter. Das ist natürlich ein bisschen peinlich, aber ganz ehrlich, wenn die sich halt so präsentieren hier, ist das deren Problem. Wie gesagt, für mich war der letzte jetzt kein Elfmeter mehr, denn wie gesagt, er geht zum Ball und dann ist auch egal, wer da jetzt auf ihn drauf springt oder wen er dann umsetzt oder sonst was. Hat ja auch zuerst den Ball gespielt, von daher, ja, für mich auf jeden Fall keiner. Ich merke, ich sag schon wieder 100 Mal auf jeden Fall. Metin. Und jetzt Lorenzen wieder. Beide mal so ein bisschen die Seite getauscht. Lorenzen, das kannst du anscheinend gar nicht. Linker Fuß ist nur zum Stehen da, oder was? Und Flanken. Flankenwert bei 12. Also, ja, gut. Flanke bei 37 und schwacher Fuß 2. Gut. Werden wir mal nichts sagen zu. Also, das passiert, wenn man hier wirklich gar keinen Flankenwert hat. Und wie gesagt, einen schwachen Fuß hat, der wirklich nicht zu gebrauchen ist. Da kann man das dann nachvollziehen, dass da solche Geschichten bei rauskommen. So, Vadillo und jetzt hier Minala. Aua. Kedira. Und Jung, da ist er. Nein. Ah. Gut, der geht ins Aus und wir haben nochmal einen Einwurf. Metin. Nochmal in die Mitte zu Minala. Der immer noch am Ball ist, schön gemacht. Und Klostermann. Jetzt hier mit dem Querpass. Baso, er wird umgesetzt. Diesmal kein Elfmeter. Aber trotzdem 3:0 am Ende gewonnen und das nur durch Elfmeter. Araujo Capela hat ihn rausgeholt heute, hat wahrscheinlich auch eine gute Note bekommen. Hat ein, zwei Aktionen gehabt. Also wir haben ihn gesehen. Und ja, 7,4 hat er bekommen. Dafür, dass er sein erstes Spiel als Stammspieler gemacht hat. Also von Anfang an nicht als Stammspieler. War das nicht schlecht? Stammspieler, wer weiß, ne? Vielleicht kriegt er sich sogar in die zweite Mannschaft gespielt, wenn wir jetzt hier den Süle nicht bekommen und den Tah. Dann wird's schwierig. Oh, die haben beide akzeptiert. Nö, das ist dann egal. Jonathan Tah ist jünger, deswegen bevorzugen wir den natürlich. Und der würde bei uns jetzt erst einmal Rotationsspieler. Also wenn er beim HSV Rotationsspieler spielt, dann kann er auch bei uns Rotationsspieler spielen normalerweise. Wir machen das bei Blanco natürlich auch hoch. Oh, der ist viel teurer. Kostet 10.000 mehr Gehalt. Meine Fresse. Machen wir den mal als sporadischen. Vielleicht hat er eine niedrigere Rolle. Das wäre dann auch wieder ein Punkt für ihn. Werden wir mal schauen, wen wir jetzt hier mit reinnehmen in den Kader. Angebot abgelehnt. Angebot abgelehnt. Will natürlich eine höhere Rolle haben. Das war eigentlich schon abzusehen. Aber wir können ihm die eigentlich auch geben. Das ist jetzt nicht das große Problem. So. Ich hoffe, der geht aber als wichtiger Stammspieler mit rein, weil essentiell, das will ich jetzt eigentlich nicht mehr verteilen, wenn ich ehrlich bin. Da haben wir gesehen, das hat keinen wirklichen Sinn. So, kommst du als Rotationsspieler, das wäre eigentlich gut, weil ganz ehrlich, Juve ist jetzt auch nicht auf dem übelsten Niveau, dass du jetzt bei Juve künftiger bist und bei uns hier als sonst du was reingehst. Doch. Naja. Also als Rotation kommt er nicht, er ist viel teurer. Das heißt, wir nehmen einfach Tah an und fertig ist die Geschichte. Dann haben wir Jonathan Tah drinne als wichtigen Stammspieler. Und Blanco brauchen wir dann nicht nehmen. So, Capela, gute Dienste hast du geleistet. Trotzdem müssen wir dir sagen, du wirst wieder auf die Bank gehen. Und Jonathan Tah kommt hier auf das Feld. Wobei, wir könnten sogar noch was anderes machen. Wir machen es so, dass Hernandez hier da reinrückt und die beiden Jungs spielen jetzt zusammen in der anderen Mannschaft. So, so. Achso, Riedewald ist ja eigentlich gar nicht da in der Mannschaft. Oder? Ach doch, doch, in der Mannschaft spielt er. Er spielt ja Stamm in der anderen Mannschaft. So. Wir müssen aber auch mal Friedrich irgendwo einsetzen. Das heißt,
Capela ist auf jeden Fall der bessere. Von daher geht erstmal Friedrich hier mit in die Mannschaft. Und das speichern wir erst einmal. Und in der anderen Mannschaft, in dieser hier, da geht Hernandez runter. Und da kommt dann. Blablabla, wo ist er denn? Jonas Tah kommt drauf. Nein. Und Riedewald kommt drauf. So. Achso, so rum. Und jetzt dürften wir wieder alles einigermaßen geordnet hier haben. Wenn ich das richtig sehe. So, wir haben gesagt, Capela bleibt hier auf der Bank. Genau, und Friedrich ist in der anderen Mannschaft dabei. So, dann dürfte ja alles stimmen soweit. Hier ist Pike Sau dabei. Warum das denn? Nee, Neumann kommt hier mit drauf. Ist ja die A11. Und dann machen wir bei der anderen 11 nochmal ganz schnell die Veränderung, dass wir hier Peixau und Friedrich, genau, stimmt doch alles. Super. So, das war das. Wir gucken nochmal schnell weiter. Vielleicht gibt es noch ein paar Angebote für irgendwelche Spieler, die wir eventuell doch loswerden wollten. Wie gesagt, wir können nochmal schnell gucken. Die ältesten Spieler sind momentan ja 27 jetzt Kaiser. Teigl, Jung und Demme sind dann die nächsten Kandidaten und danach brauchen wir eigentlich keinen mehr verkaufen. Das sind aber die vier Leute, die wahrscheinlich noch gehen werden, weil wie gesagt, Teigl und Jung, ich glaube bei Jung war sogar noch ein Punkt irgendwann mal da, aber bei Teigl kam hier gar nichts und oder andersrum, bin mir aber nicht ganz sicher. Wenn bis zum Ende der Saison die beiden sich nicht verbessern, sind sie weg. Kaiser wird erst einmal bleiben. Der bleibt so lange, bis er sich nicht mehr verbessern wird und dann geht er weg. Und ich hoffe, dass wir bis dahin einen Ersatzspieler aus der Jugend hochziehen konnten. Das wird wichtig sein. Und ja, wir spielen das nächste Spiel demnächst wieder in der Liga. 7 Punkte sind wir immer noch vor Dortmund. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Shuto!